So, wir spielen ein Horrorspiel im japanischen Stil. Paper Dolls heißt das. Ich weiß noch nicht so genau, worum es hier geht. Ich weiß, es hat irgendwas mit Geistern zu tun, ist japanisch angehaucht. Mehr weiß ich auch nicht. Bin mal wieder bestens informiert, so wie immer. Soll ich sagen, ich fange einfach mal an. Normal. Der Wunsch des Feindes anzugreifen und sich schnell zu bewegen ist normal. Geeignet für Spieler mit mäßiger Erfahrung im Horror-Überlebensspiel. Habe ich mäßige Erfahrung? Ja, Pro bin ich definitiv nicht. Leicht wäre mir zu leicht. Obwohl, weiß ich nicht, aber nee, wir machen normal. Dieser Nichtwissen. So. Diesmal spielen wir es auch auf Deutsch. Also generell ein Spiel auf Deutsch. Gucken, ob ich überhaupt mit der Steuerung klarkomme. Wenn irgendwas im Ton nicht passt, irgendwas zu laut ist oder so, sagt Bescheid. Dann kann ich das einstellen. Was ist abgehakt, der Ton oder das Video? Also bei mir hier, wo ich zum Testlaufen habe, ist es nichts. Also was denn, Ton oder Video? Also wenn, dann könnte es vielleicht auch bei dir dran liegen, weil bei mir ist ja alles okay. Ich weiß nicht, wie es bei Wolli ist. Ach, Bild, Wolli bei dir auch? Komisch. Müsst ihr mir mal gleich sagen, ob das noch mehr kommt. Wie gesagt, gerade geht's. Es kann vielleicht sein, ich glaube, dass, also dieses Intro, wo die da im Auto waren, das war generell irgendwie ein bisschen, also ich weiß nicht, was ihr unter abgehakt meint, aber das war generell ein bisschen so. Aber gut, vielleicht habe ich es in dem Moment nicht gesehen. Gut, gucken wir mal. Sagt mir Bescheid, wenn es wieder so ist, weil dann muss ich vielleicht noch mal was umstellen. Ich kenne mich einfach nicht so gut aus mit der Technik. So. Anscheinend sind wir mit unserem Kind Maria unterwegs gewesen und müssen unser Kind jetzt finden. Ich nehme an, das Kind ist weg, wa? Maria, ich suche dich. Weißt du Bescheid? Erstmal die Lage checken. Also, wenn es auf jeden Fall weiter abgehackt ist, sagt mir bitte Bescheid. Was ist denn hier? Also, ich muss erstmal generell mich in die Steuerung fuchsen. Hier kann ich wahrscheinlich Licht machen. Oh. Ich fühle mich so reingeworfen ins Spiel. Wir haben jetzt nur gesehen, dass da irgendwie Auto fahren. Irgendwas ist mit Mama. Und das war's. Kann ich rennen? Ja. Ach, du grüne Neune. Ich sehe nix. Man merkt halt auch einfach, dass ich kein PC-Spieler bin. Streichholz, wow, Details Streichholz. Ich bin begeistert. Ui, ich kann es drehen.
Habe ich es jetzt mitgenommen? Alter, ich muss erstmal gucken, kann ich. Die Maus ist mir viel zu sensibel. Komme ich überhaupt nicht drauf klar. Kameraempfindlichkeit. Ein bisschen runter. Und dann gucken wir mal. Okay. Hat er das jetzt gemacht? Der Spielfortschritt seit dem letzten Speichern bleibt nicht erhalten. Möchtest. Nein! Ach so, ja. Wenn ich auf Laden drücke, bin ich ja selber schuld. Okay. Ich muss gucken. Das ist mir irgendwie immer noch zu stressig. Hat das Kind hier geredet? Nein, ich bin Sabine. What? Sabine, bist du? Ein Papierhaufen, schön. Wow, jetzt ist es mir zu langsam. Egal, für den Anfang reicht es. Muss mich erst dran gewöhnen. Dann stelle ich hoch. Hä, was? Einmal im Kreis gedreht? War hier keine Tür? Oh oh. Was liegt denn hier eigentlich rum? Was ist denn das? Das sieht aus, als hätte da jemand ein Kind geköpft. Das finde ich nicht nett. Das sieht sehr unnett aus. Was ist das denn? Verfluchte Puppe 8. Gott, von den Dingern gibt es noch mehr. Creepy. Hier, da liegt der Kopf von dieser komischen Puppe. Kann ich den raufsetzen? Geh zu deinem Körper! Verdammt. Oh, das ist mir doch... Doch, doch, ich muss umstellen. Hallo, mein Name ist Annika und ich spiele nicht so oft Spiele. Das ist mir jetzt zu viel Input. Wolli verabschiedet sich. Wolli ist raus. Hab ich jetzt aber eigentlich doof. Hier gibt's doch jetzt. Ach, warte mal. Streichholz, Streichholz, Streichholz. Warte. Ich ahne etwas. Da haben wir übrigens eine Tür. Hey, nimm doch mal einer die Taschenlampe, dann siehst du was im Dunkeln. Ja, das schon besser. Ob ich mit einem blanken Streichholz das anzünden kann? Tu es! Wie jetzt? Ich dachte, das wäre nur eine Puppe. Ja, na, na klar, da ist eine Puppe und da kam Blut raus. Aha, ich sehe schon. Die haben hier also irgendeinen Film gedreht. Eine andere Erklärung kann es nicht geben. Auf jeden Fall sollte ich. Weiter gucken. So, das war's denn jetzt. Ich bin im Schrank. Ich gehe jetzt schlafen. War ein schöner Stream mit euch. Tschüss. Ich bin fix Schnitzelbraten. Ich habe gerade erst gelesen, ich bin fix und Schnitzel. Alles klar, Maria. Viel Spaß. Okay, ich kann mich verstecken. Das heißt ja auch schon wieder, ja, sehr viel. Bestimmt wieder, dass irgendwas kommt, mich jagt und ich mich verstecken muss, weil ich mich nicht wehren kann. Das treibt auf jeden Fall die Spannung hoch, aber manchmal nervt mich das einfach, weil ich würde auf manche Sachen einfach gerne raufschießen. Ich glaube nicht, dass ich das hier verwenden kann. Das bringt mich hier alles nicht weiter. Wow, ich habe ein Spiel angefangen, schon in den ersten 5 Minuten weiß ich nicht, was ich machen soll. Oh oh. Oh, noch eine verfluchte Puppe. Wie hübsch. Wie hübsch, hübsch. Nummer 4.
Ah, ja. Schloss und Schlüssel. Nein! Habe ich jetzt eine Karte? Ach, ich kann das später nochmal einsehen. Ach, das ist praktisch. Oh, ich muss aufpassen. Nicht, dass ich hier mein Headset ausmache und ihr mich dann auf einmal nicht mehr versteht. Das wäre ja irgendwie nicht so cool. Tode 0, gesammelte Dokumente 2%, okay. Also ich spiele es seit 10 Minuten. Kann ich es mir hier nochmal genauer angucken? Weil ich wollte es eigentlich noch drehen, aber naja, gut. Soll mir wahrscheinlich nur anzeigen, welche Schlüssel wo reinpassen. Also nehme ich mal an, ist hier an jeder Tür ein Schlüssel. Ah, okay. Sag mal, geht's zu mir so? Ist der, oder ist der Ton weg? Ist der Ton auch bei euch weg? Hä? Wo ist der Ton hin? Bin ich jetzt doof? Sound. Ne, er ist doch noch an. Okay, kleinen Moment mal. Das muss ich mal kurz überprüfen. Weil ich höre ihn auch auf meinem Ohr gar nicht mehr. Okay, für euch ist der Ton wahrscheinlich doch noch da. Nein. Ton ist da, ja. Ich habe den mit meinem Headset für mich einfach nur ausgestellt. Gut. Bin ich halt doch nämlich raufgekommen. Okay. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin, 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 drin. Komm schon, hier ist kein Schloss. Geh auf! Kaputt machen kann ich auch nichts. Ich kann jeden Schrank aufmachen und... Ah. Holt mal bitte jemand den Kammerjäger. Das ist voller Ungeziefer. Ernsthaft jetzt? Na und? Ist doch egal. Wie konnte ich denn das jetzt nochmal öffnen? Ja gut, das Streichholz und das Papier wird mir hier wohl aber auch nicht helfen, ne? Ich meine, hey, probieren kann man es mal, aber... Ne. Vasen kaputt machen kann ich auch nicht. Ja, ich merke schon, das ist ja wieder das richtige Spiel für mich. Zeitung. Dies sind Origami-Gold-Nuggets. In der chinesischen Kultur bieten die Menschen diesen den Toten an, um sie davon abzuhalten, Geld in der Unterwelt zu brauchen. Kann dieses Origami verbrannt werden, um den Toten Wohlstand zu bringen? Okay. Puzzle nach unten. Mhm. Aber das hat mich jetzt auf eine neue Idee gebracht. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Man kann schließlich nichts einfach nur so anzünden. Ja. Nein. Wie mehr Barren nötig? Was für Barren? Ach, Goldbarren, diese Origami-Barren. Okay. Steuerung muss ich noch üben. Nicht verwendbar, okay. Ich bräuchte rein theoretisch was, um es zu entzünden, aber... Hätte ja sein können, dass das hier irgendwie so ganz cool ist, einfach ans Metall geratscht und es funktioniert, aber ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Verdrehte Schallplatte. So lange rennen kann ja die Person auch nicht. Oh je. Ja,
Die Platte ist verdreht. Ja, wie kriege ich sie denn entdreht? Hm. Ich selbst kann ja damit nicht hintergehen, aber ich meine, das wäre das Einfachste, sie versuchen gerade zu biegen. Wie soll man die denn sonst wieder gerade kriegen? Ja, da komme ich ja auch nicht ran. Verdammt. Muss alles genau inspiziert werden. Eine andere Möglichkeit habe ich ja nicht. Gerade angefangen und ich habe schon keine Idee mehr, wie es weitergeht. Na, toll. Aber egal. Früher oder später werde ich schon eine Lösung finden. Aber ich meine, das wird jetzt. Hä? Das habe ich doch vorhin schon probiert. Ja, gut, okay. Insektengift. Okay, damit weiß ich auch wohin. Ich weiß es. Ein Griff, aber ein Griff für was? Ich könnte jetzt denken hierfür vielleicht. Ja, es nützt mir aber auch nichts, wenn die Schallplatte ja noch schief ist, ne? Die möchte noch nicht benutzt werden. Verdammt. Dass das funktioniert, okay. Ja gut, aber ist ja Plastik. Aber die Frage ist, das wird doch dann jetzt. Also gehen wir jetzt mal rein theoretisch so vom Normalen daran. Das würde dann vielleicht funktionieren, weil Plastik wird weich. Man könnte es ein bisschen gerade biegen, aber dann wären doch diese Rillen nicht mehr dieselben und der Ton wäre komplett verkackt. Gut, okay, aber ich denke mal, da braucht man eh nicht mit Logik rangehen. Das macht halt keinen Sinn. Dreh dich, mach Musik. Oh, oh no. Na toll. Ein instabiler Griff. Nein, wie soll ich das denn jetzt reparieren? Oh, was? Das Spiel macht mich fertig. Okay, also muss noch irgendwo was sein, was mich hier weiterbringt. Was? Ich habe halt so das Gefühl, ich habe mir alles schon angeguckt. Aber anscheinend ja nicht. Ich kann unter den Tisch kriechen. Cool. Hier wird es aber wahrscheinlich nichts geben, sondern ist nur zum Verstecken. Hallo? Ich versteck mich. Niemand kann mich sehen. Wie kriege ich den Griff jetzt stabil? Oh Mann. Also okay, das geht ja hier alles noch nicht auf.
Hier ist auch nichts. Ja, und schon bin ich wieder rum. Also, lustig. Ich habe schon von Anfang an keine Ahnung. Hier komme ich ohne Schlüssel eh nicht weiter. Ein instabiler Griff, ja, aber... Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Kann ich dich mitnehmen? Nein, macht ja auch gar keinen Sinn. Hier, wenn ich den Stock benutze, das würde funktionieren. Rein theoretisch könnte ich das auch so drehen, aber ich glaube, das ist dem Spiel halt egal. Ja. Die Frage ist, übersehe ich was? Na, ich muss ja irgendwas übersehen. Hier komme ich halt nicht durch, ne? Das verstehe ich auch nicht. Ich muss weiterkommen und weiß nicht wie. Yippie. Ich kann auch so irgendwie nichts machen. Ich könnte mir ja nochmal die Steuerung angucken. Vielleicht habe ich irgendeine Taste, die ich benutzen müsste, aber es nicht tue? Randloses Fenster? Stimmt doch auch nicht, aber naja, egal. Steuerung. Ja, es. Okay, mir wird halt gar nichts anderes angezeigt. Aha. Ein Stofffetzen. Gut, okay, vielleicht. Genau, mit dem Stofffetzen repariere ich das jetzt. Kann ich mir halt irgendwie nicht vorstellen. Aber okay. Ui, ich habe den ersten Schlüssel. So, in Anbetracht dessen, dass das jetzt der erste Raum war, da bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Kann ja nur schlimmer werden. Ist jemand zu Hause? Hallo? Diese Puppen, ne? Also es gibt ja eh mindestens 8 Stück. 3 habe ich schon, naja. Ach, so schnell schon der nächste Schlüssel? Okay. Weiß gar nicht, ob es Sinn macht, hier alle Kerzen anzumachen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es so ist. Vom Göttlichen gesegnet ist dieser Ort völlig sicher. Aha. Also wenn mich irgendwas verfolgt, habe ich hier einen Safe Room. Okay. Arbeitsausweis Dienstbote Ming. Archive. Heutige Aufgabe. Begehrter Gegenstand. Position. Tagebuch, also es scheint ja. Oh, Tagebuch, mein Tagebuch. 22. Mai 2016. Ich versuchte eine neue Droge namens
Paroxetin. In der Hoffnung, dass sie den Schmerz lindert oder zumindest meinen Impuls, mich umbringen zu wollen, aufhalten würde. 13. Juli 2016. Wie viele Tage später? Ein paar. Ich starrte immerzu auf die Kleider und Spielsachen meiner Tochter. Warum haben sie mir meine Tochter weggenommen? 11. September 2016. Meine Tochter findet immer mehr Gefallen an der Malerei. Ach, okay. Okay, ich dachte gerade, das wäre irgendwie rücklaufen. Keine Ahnung, was ich da gedacht habe. Meine Tochter findet immer mehr Gefallen an der Malerei und hat bereits 2 Kisten Buntstifte verbraucht. Sie scheint auch sehr an traditioneller chinesischer Malerei interessiert zu sein. Vielleicht sollte ich sie für professionellen Unterricht anmelden. 31. Dezember 2016. Stirb, stirb, stirb. Dieser Tage kriege ich den Lärm nicht aus den Ohren. Männer, Frauen, Kinder, alle sollen endlich sterben. 5. März 2017. Ich hasse Menschenmengen. Ich hasse Arbeit. Was für einen Sinn hat das Leben noch? Warum kann ich nicht einfach sterben? Nein, meine Tochter braucht mich noch. Für sie sollte ich weiter. 6. Juni 2017. Ja, ich habe einen Muttermal im Gesicht. Na und? Warum starrst du mich ständig an? Hör auf damit und gib mir endlich die Medizin. Ich kann nicht hören, was du sagst. Meine Ohren dröhnen unaufhörlich. 5. September 2017. Die Stimmen der Kinder, die Stimmen der Frauen, die Stimmen der Männer. Wie sehr wollt ihr eigentlich, dass ich nun. Okay, also faktisch schon mal, der Typ hat definitiv ein Ding zu rennen. Naja, gut. Okay, hier sind die Puzzle. Tagebuch. Archiv. Yin, Jin, Jin Haus. Ich denke mal, das soll Jin heißen, nicht Yin. Weiß ich nicht. Beides ist möglich. Wir sagen einfach Jin. Okay, Fakt ist auf jeden Fall, der Vater hat definitiv eine Macke. Ich weiß jetzt nicht, ob das was mit der Anfangs-Intro-Sequenz zu tun hat. Vielleicht hat er einen Unfall gebaut. Muss ja halt, ne? Weil er diese Stimmen gehört hat. Stirb. Ach so, okay. Ja, jetzt macht's mehr Sinn. Ich werde doch die Tür hier nie wiederfinden. Na gut, es leuchtet Licht. Noch ein Schlüssel. Ach, die Schlüssel behalten wir gar nicht, weil wäre auch wieder so ein Messingschlüssel gewesen. Mist. Oder Kupfer oder was auch immer. Dienstmädchen Ding Yang. Ich glaube, ich sollte das lieber nicht mehr vorlesen. Nachher fühlt sich irgendwer beleidigt, weil ich das falsch vorlese. Das will ich auch nicht. Herrn Leos Tagebuch 7. Die Madame konnte viele Jahre lang nicht schwanger werden. Doch als der Maler auftauchte, war sie plötzlich schwanger. Wie konnte der Herr nichts geahnt haben? Ein Maler ist aufgetaucht. Seine Tochter interessiert sich für Kunst. Ist es ein Zusammenhang? Man weiß es nicht. Halt wieder zumachen muss, alles ordentlich hinterlassen werden. Verrückt. Sie sind alle verrückt. Oben ist ganz sicher etwas passiert. Alter. Willst du mich verarschen? Geh weg! Dämonen können mir nicht schaden, wenn ich sie was? Nein! Ich hatte 3 Stäbchen da drin, jetzt ist da nur noch eins drin. Wo ist mein Stäbchen? Macht er ja wieder ein drittes Stäbchen rein. Oh Gott, habe ich einen Schreck bekommen. Meine Fresse. Ach so, dadurch speichere ich. Ach, so speichere ich in dem Spiel. Okay. Hallo? Ich will hier raus. Gott, habe ich einen Schreck bekommen. Das war echt unerwartet. Jetzt muss ich aufpassen. Irgendwas war da mit A und D drücken. Wahrscheinlich, um den Dingern auszuweichen. Alles nochmal schnell wieder einsammeln. So. Ich heb mal jetzt das noch auf. Heilung. Nein!
Wieso schlägst du gleich schon wieder mich? Was soll das? Ah, falsche Taste. Nein, nein. Ah, S. Hilfe. Wieso soll ich dann auch noch verschiedene Tasten drücken? Ich bin kein Tastaturkind. Ah! Oh. Ja, ich merke schon, das wird lustig. Ich weiß nicht, muss ich jetzt immer speichern? Wäre das jetzt sinnvoll oder ist das scheißegal? Ich denke mal, das ist egal. Und ich mache das jetzt nochmal und werde nichts anderes einsammeln, weil es scheißegal ist. Okay. Ey, was? Einmal falsch gedrückt und ich bin wieder tot. Oh je. Kann ich das nicht mit Controller spielen? Da würde ich das schneller hinkriegen. Na, ist egal, es ist eine Übungssache. Ich schaffe das schon. Jetzt habe ich auch nicht nochmal gespeichert. Wenn ich es jetzt nochmal von vorne spielen muss, dann mache ich aus. Habe ich keine Lust mehr, bin ich bockig. Und auch ein neues. Nein. Vielleicht merkt man es ja, ich spiele nicht so oft mit Tastatur. Was ich auf jeden Fall machen muss, der Sound ist anteilig doch noch ganz schön krass, ne? Systemlautstärke, mache ich mal einen runter. Zumindest auf meinem Ohr. Ich weiß gar nicht, wie es für euch ist. Ich hoffe genauso. Weil wenn die Alte da so ankommt, dann schreit mich das so an, wo ich mir denke, so, pff, geh weg. So, ich krieg das jetzt hin. ASD, das wird ja jetzt wohl machbar sein. W und D, jetzt kommen die mit der anderen Taste. Das ist schon so peinlich. Ach naja, so ist das Leben. A und D. Dip, 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 dip. Also, ich muss sagen, es ist nervig. Also, ich nerv mich selbst davon mal ab. Eines Tages werde ich es schaffen. Das wird bestimmt öfter noch passieren. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe! Geh weg! Geh weg! Ich will nicht, dass du mich isst! Was war das denn? War das gerade eine Katze oder war das ein Kind? Ach du Scheiße, ey. Ich muss das mal ganz schnell speichern, damit ich das auch ja nicht nochmal machen muss. 3 Jahre sind lange genug, um das zu probieren. Oh.
So, und jetzt können wir uns hier hoffentlich erstmal in Ruhe nochmal umgucken. Oh Gott, das wird noch öfter passieren, ne? Ach du Scheiße. So, das haben wir ja nun alle schon gelesen. Den nehmen wir auch mit. Ich weiß nicht, wie sehe ich überhaupt eine Schadensanzeige? So viele Sachen gibt es ja eigentlich nicht. Ich tue einfach so, als hätte ich das hier alles jetzt nicht gesehen. Alles wird gut. Nur nichts besser. Ich nehme mal an, ich komme hier nicht durch. Oh doch, ich gehe wieder zurück. Tschüss. Nee, nee, will ich nicht. Da ist der Geist lang gegangen, da will ich nicht lang. Chen boiled medicine in the tea house and carried it to the madam before noon. Nun? Warum ist das Englisch? Egal. Alter, diese komischen, ne? Hier ist ja schon wieder so. Das ist doch das Ding, was mich angegriffen hat. 100 Pro. Ach du Kacke. Ich mach schnell wieder zu. Nee, ich lass das mal offen. Vielleicht sind diese Puppen irgendwann noch wichtig. Irgendwo tropft hier was. Es wird sicherlich irgendwann wichtig sein. Dann muss ich mir das merken. Und ich merke mir sowas nicht gut. Wow, ein Streichholzi. Aber ich brauche es gerade nicht. Außer ich kann dich abfackeln. Das Spiel heißt Paper Dolls. Also bist du aus Papier. Brenne! Na, schade. Es wäre auch zu einfach gewesen. Verschlossen, verschlossen. Jetzt haben wir eigentlich schon zwei verschlossene Türen. Drei, da ist die nächste. Hör auf zu flackern. Ich muss sagen, das Spiel löst doch ein bisschen Unbehagen bei mir aus. So nach der Geistergeschichte, ja, jetzt doch mittlerweile. Wow, hier fehlen welche, glaube ich, oder? Oh, warte mal. Sollen die in irgendeine Richtung sein? Hier sind zwei Nadeln dran, hier ist keine Nadel dran, da sind drei Nadeln dran. Und die hier sind nicht komplett heile. Ich habe ja nur auch selber noch welche. Vielleicht muss ich die einfach nur in die richtige Reihenfolge bringen. Warte mal, wo war das mit? Hier, du hast keine Nadel. Dich mache ich mal nach hier. Dann kommst du nach hier. Und euch mache ich. Na, ich glaube, so funktioniert das nicht. Zu viel. Komm schon, sei nicht so. Kriege ich das überhaupt ausgewogen hin mit denen? Mann, Mogel noch.
Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch so Mini-Verschiebungen, das ist ja. Kritische Situation. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Vollen machen ja auch mehr Gewicht. Das ist hier zu viel. Dann kann hier noch. Na, bringe ich sie dahin. Juckt den auch nicht, okay. Das ist natürlich. Mäh. Ach, warum? Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich könnte den austauschen gegen vielleicht den. Sieht immer ganz gut so aus, als wäre es komplett gut, ne? Eins, zwei, drei. Also hier sind mehrere Nadeln, dann war nur eine. Ich dachte, vielleicht kriegen wir es so besser hin. Auch nicht. Wozu habe ich überhaupt die verfluchten Puppen, wenn ich sie hier nicht mit anhängen kann? Das ist doch doof. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. Ich Idiot. Ey, ohne Witz. Ich Volltrotteldepp. Das sind die verfluchten Puppen. Mir fehlen hier nur die anderen. Ich bin da gerade nicht drauf gekommen. Wow. Gut, so wird halt auch eh nix, ne? So, Tagebuch 17 von Herrn Lius. Ich sah, wie Fräulein Shen Ding Xiang in den Raum folgte. Kann es sein, dass. Was haben sie getan? Hier haben wir auch noch eine. Verfluchte Puppe 7. Eine fehlt noch. Ich werde die mal einfach hier mit. Genau, da hängt sie. Es fehlt ja eh noch die eine. Dann kriegen wir es eh nicht ausgewogen hin. Hat mich sowieso gewundert. Aber ja. Hat eine Weile gedauert, bis ich es trotzdem gecheckt habe. Ach ja, ich liebe das. Ey, ohne Witz, das war im Project Zero schon immer so. Wenn man irgendwo hinkommt und dann sieht man so etwas, ne? Wo man halt hundertprozentig davon ausgeht, darunter liegt 100 pro ein Mensch. Mami. Ach, hier ist auch die andere Puppe. Cool. Aber wir gucken vorher hier nochmal rum. Ah, eine Karte. Gästezimmer, Studienzimmer, Galerie, Teehaus. Ausstellungshalle, Ausstellungshalle, Speicher, Wächterkammer. Ach, als wenn ich mir das eh merken könnte. Aber die kann ich jetzt hier bestimmt schnell irgendwo einsehen. Ja. Ich wüsste noch nicht mal, wo ich bin, wenn ich ehrlich bin. Bei der 12 haben wir definitiv gestartet. Ach, naja, gut. Merke ich mir wahrscheinlich. Wahrscheinlich merke ich es mir eh nicht. Ein Streichholz. Das brauchen wir. Ein Streichholz. Ein Streichholz. Bringt mir das Streichholz eigentlich irgendwas, außer dass es jetzt halt hier heller ist? In dem super gruseligen Zimmer? Herrn Lius Tagebuch 9. Ich könnte den Fluch aus dem alten Buch ausprobieren. Ich brauche eine ein einige Holzpuppen. Ich brauche ein einige Holzpuppen. Okay. Und ein paar silberne Nadeln. Die Arme und Beine der Puppen müssen gleich viel wiegen. Ich muss bei der Herstellung sehr präzise vorgehen. Ja, dieses Rätsel hier, ne? Hä, was? Aber warte mal, das hat was mit dem Fluch zu tun? Nö, ich gehe wieder. Tschüss. Nee, das machen wir jetzt. Das schaffen wir jetzt hier. Dann öffnet sich bestimmt da unten der Schrank oder so. Wow.
Das setzt sich von selbst zusammen. Ich trottel, probier die ganze Zeit rum und das Scheiß setzt sich einfach von selbst zusammen. Ah, leck mich doch am Arsch. Aber ich habe auf jeden Fall einen Schlüssel. Okay, aber hier, denke ich mal, haben wir auch so einen kleinen Raum, wo es auf jeden Fall sicher für uns ist. Und da würde ich jetzt hier eine kleine Pause machen, bevor wir gleich weitermachen. Und da würde ich mal sagen, bis gleich. Ja, auch Ton, dann solltet ihr auch Ton hören. Falls ich irgendwas falsch gemacht habe, sagt einfach Bescheid. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also so ganz schlau bin ich aus dem Spiel ja nur auch noch nicht geworden. Außer, dass wir jemanden spielen, der echt verrückt geworden ist. So ein bisschen. So, das hatten wir. Warte mal, was habe ich nicht? Genau, den neuen Schlüssel. Was war das denn für ein Move? Hey, hallo? Stimmt. Hier waren noch irgendwie dann zwei Türen. Ich muss mal eh gucken. Nee, ich habe keinen Schreck bekommen. Doch, habe ich. Ich hatte zwei Schlüssel. Der wird hier, glaube ich, nicht passen. Der hat eine andere Farbe. Genau, von hier kam ich. Ja, diese komischen Figuren. Ich finde die so merkwürdig. Hier war doch aber irgendwo noch ein. Genau hier. War da nicht aber noch eins gewesen? Irgendwie war mir so, als hätte ich von diesen Bronzeschlössern hier zwei gesehen. Naja, egal. Sesam, öffne dich. Hi. Nein! Also was ich tun? Taschenlampe ist zu hell. Ausmachen. Und jetzt? Hat das überhaupt irgendeinen Sinn? Die wollen mich essen. Nee, warte mal, die essen mich gar nicht. Die wollen mich nur nicht rauslassen. Okay, das ist okay. Damit kann ich umgehen. Oh, nee, okay. Wenn ich rausgehe, dann werden die böse und kommen runter. Das ist nicht gut. Herr Liu. Okay. Hä, ich bin doch verwirrt. Waren wir hier nicht gerade auch. Hier war doch eine Kerze. Hilfe! Ich glaube, das kommt doch weiter runter. Ich fühle mich gestresst. Was soll ich denn machen? Da ist eine Lampe. Da ist auch eine Lampe. Bringen mir die Lampen irgendwas? Hilfe! Oh, ich werde gleich tot sein. Ich hoffe, der letzte Speicherpunkt ist nicht so weit weg. Oh, die Arme kommen immer näher. Geht weg, die Arme. Ach, da ist doch die Kerze. Mensch. Wow. Verschwindet ihr jetzt? Ihr könnt verschwinden. Okay. Hä, was bringt mir das? Ich werde gleich sterben. Ich weiß es genau. Ich werde gleich sterben. Sterben, sterben, sterben. Also was Rätsel betrifft, ist das Spiel echt nicht schlecht. Also ich kacke ja schon von Anfang an ab. Also wer auf Rätselspiele steht, der ist bei diesem Spiel echt gut beraten. Ich habe hier die Kerze angemacht. Irgendwas hat das mit dem Spiegel zu tun. Hä? Verstehst dich. Sie werden mich gleich essen. Sie werden mich gleich essen. Oh, Scheiße. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, dann kommt doch. Dann zerquetscht mich doch. Ihr blöden Arme. Gehen kann ich auch nicht. Mist. Nur durch die Versiegelung der Papier. Wow, muss ich jetzt wirklich alles nochmal machen?
Nein, sag bitte nicht, dass das so ist. Nee, hier ist. Okay. Aber warte, hier liegt immer noch der Verband. Und ich habe dieses Dingsrätsel. Ach so, weil ich ja danach gespeichert hatte, ja. Okay. Verdammt. So ganz verstehe ich dieses Rätsel nicht. Okay, also den Rest kriegen wir jetzt hier erstmal schnell gelöst. Ich glaube, bevor ich denn da an den anderen... Warte mal, das war ja hier. Und dann fing das auf einmal an, ne? Maria? Was ist denn das jetzt? Habe keine Angst, Maria. Ich suche den Schlüssel. Ja, Hase. Ich finde diesen Dialekt, den die hier drin haben, total verstörend, weil wenn die in ihrer Sprache reden, hätten sie keinen Dialekt. Aber naja, gut. Warte mal, habe ich überhaupt diesen Schrank da geöffnet oder bin ich woanders hingegangen? Aber sie hat ja auch irgendwas von einem Hasen geredet. Ich habe keinen Hasen. Okay, diesmal bin ich schlauer. Hä, war hier nicht. Also die Tagebücher und Tagebucheinträge lese ich jetzt alle nicht nochmal, weil wir das ja gerade alles schon mal hatten. Genau, da sind jetzt alle. So, zack. Hä? Wie ist... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du kannst mir doch jetzt nicht sagen, dass hier... Hä? 6? Wo sind denn die anderen? Oh nein, jetzt habe ich die irgendwo übersehen. Ah! Och nö! Mist. Wo habe ich die denn übersehen? Ich hatte die doch vorhin hier auch alle zusammen. Ja, ja, ja. Du kannst mich nicht beirren. Ja gut, ich habe hier alles. Alles vergessen. Einfach alles. Da haben wir eine und eine fehlt noch. Wo habe ich die übersehen? Da. Gut. Warte mal, wenn ich eh schon hier hinten bin, dann bin ich jetzt mal schlau. Weil falls ich doch nicht wirklich zurückkomme, speichere ich lieber. Ich meine, sicher ist sicher. Weil dann muss ich diesen ganzen Kladderadatsch wenigstens nicht nochmal machen. So, dann haben wir jetzt zumindest... Alter. Ey, ich und die Steuerung. Das haben wir jetzt zumindest gespeichert. Genau, und hier ist nämlich... Da bin ich reingegangen. Hä? Ach, das ist ja direkt hier vorne. Ach so. Aber hier haben wir auch schon einen Schlüssel. Na, dann muss ich doch erstmal die Tochter befreien. Das wäre doch viel wichtiger. Aber obwohl, hier ist dieses Siegel davor. Die braucht ihren Hasen. Oh Mann. Ich weiß halt echt nicht, was ich da machen soll. Ich glaube, den Gang hätte ich mir doch sparen können. Ich dachte, das wird vielleicht irgendwie so ausgelöst. Weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich zwei Schlösser gesehen habe oder nicht. Aber es sind halt doch zwei Schlösser. Schlösser. Okay. Hier ist ja jetzt nichts weiter.
Speichern kann ich hier halt auch nicht. Und weil ich jetzt eh glaube, dass ich gleich nochmal sterbe, werde ich halt nochmal speichern gehen. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Also, ich kann ja schon mal gucken, ob ich zur Tochter komme, aber sie meinte, sie braucht ihren Hasen. Und dann komme ich dann nur mit dem Schlüssel wahrscheinlich nicht rein. Nicht verwendbar. Ja. Mist. Hätte ich mal vorhin geschneit, wo ich bin, ne? Dann hätte ich da gleich speichern können. Aber ja, na gut. Versuch macht klug. So, und jetzt geht's ja wieder los. Und jetzt genau das, was jetzt passiert, verstehe ich halt nicht. Ich kann das hier entzünden. So. Das ist schön. Ich kann den Spiegel bewegen, aber nicht mit dem Licht. Wenn ich rausgehe, dann werden die böse und setzen mich zurück, also mache ich es lieber gleich gar nicht. Und genau da haben wir es nämlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier ist doch sonst nichts. Ach doch! Noch ein Streichholz, wow. Oh, hier ist was. Ach ja, doch, das hatten wir alles schon. Aber ich kann ja jetzt hier die Lampe irgendwie nicht entzünden. Ich kann nur hier bewegen. Und da kann ich aber auch nur nach links und nach rechts bewegen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und wenn ich das auch so drehe, so hinter mir ist ein komisches grünes Licht. Da ist das Licht, was ich angemacht habe. Da ganz in der Ecke sieht es irgendwie so aus, als wäre da irgendwas. Also hier. Aber ist es ja nicht. Hinter mir scheint ein grünes Licht zu sein. Also weiß ich nicht. Kann ich nur durch die Tür durch? Nein, ich kann durch gar keine Tür durch. Ach, aber wenn ich durch die Tür gehe, dann passiert mir nichts. Ah, ich glaube, ich verstehe. Nee, ich verstehe nicht. Weil sonst haben die einen ja immer angekratzt. Dann vorher definitiv nicht da. Aber würde es mich schützen? Nein. Aber dann kann ich durchgehen. Oh, oder auch nicht. Scheiße, hab ich gedacht. Hä? Jetzt sieht es so. Ach, jetzt ist das. Ah. Jetzt kann ich da durchgehen. Okay, so langsam, also so, irgendwie ist es immer noch ein sehr merkwürdiges Rätsel, aber hey, jetzt kann ich hier durchgehen, okay. Wow. Okay. Ich hab so, oh, ich hab so Zeitdruck. Jetzt hinter mir wieder, okay. Wow, ich hab's geschafft. Scheiße, war das creepy. Das war echt schräg. Hier ist gar keine Tür. Das Spiel hat mich belogen. Es gibt hier nur eine Tür. Ob das was ausmacht, wenn ich das öffne? Öffne vor allen Dingen. Anmache, Mensch.
Herr Liu hat am Morgen die Ausstellungshalle gereinigt. Bin mal gespannt, ob das am Ende, wenn man wirklich alle Teile hat, falls ich alle finde, ob das dann mehr Sinn ergibt. Aber bis jetzt ist das irgendwie, ja, was für Ausstellungsteile denn? Hallo, ich will raus. War das jetzt ein Schlüssel? Oder nur so ein... Wo bin ich überhaupt? Ist ja so, als wäre ich hier noch nie gewesen. Nee. Oh nein. Oh, ich will nicht. Geh nicht gucken. Geh weg. Nö. Nö, habe ich keinen Bock drauf. Nö. Ich muss überhaupt erstmal gucken, wo ich bin. Ich bin ganz woanders auf einmal im Haus, ne? Ob hier eigentlich so ein Safe Room ist? Wahrscheinlich nicht. Die Gebetsperlen hatte Fräulein Chen immer in ihren Händen. Ich gehe jetzt sowieso wirklich in die falsche Richtung, ne? Dabei wollte ich doch halt wirklich erst gucken. Stopp. Der Verwalter Jin verbietet jedem nach oben zu gehen. Es ist auch niemand heruntergekommen. Etwas Seltsames geht im Haus vor sich. Also ist, glaube ich, Lius oder wie auch immer, ist wahrscheinlich irgendwie ein Bediensteter oder so. Okay, also ich meine, das ist schon mal eh kein gutes Zeichen. Eigentlich will ich hier nicht rein, aber was soll's. Ach so, ich komme hier auch erstmal nicht rein. Oder doch? Ich glaube nicht. Nö. Oh, zum Glück. Ich will hier auch nicht rein. Ich weiß nicht, da gehe ich gleich lang. Ich muss erstmal überhaupt mich orientieren. Ich bin auf einmal an einem ganz anderen Ort. Keine Ahnung, wie man das aufkriegt. Arbeitsausweis. Wächter Wang Yong. Nö. Hör auf. Lass das. Eine kaputte Vase. Okay. Stell sie doch einfach wieder hin. Anscheinend ist das nicht schwer genug, okay. Tigerglockenamulett. Diese Amulette waren da vor der Tür. Das hat sicherlich auch was zu heißen. Vielleicht kann Wasser die verborgene... Was? Nee. Nee. Geh weg. Quatsch jemand anderen voll. Wow. Jetzt ist dieser komische Fetzen auch weg. Die hat hier einfach rumgelegen. So viele Türen. Ich finde dieses Haus mega verwirrend. Weil die Türen sehen halt auch alle gleich aus. Komme ich hier eigentlich irgendwo anders durch? Ist das so sinnvoll? Man weiß es nicht. Ich gehe mal vorher noch in die andere Richtung, weil vielleicht führt mich das ja dahin, wo ich eigentlich herkam. Dann könnte ich ja zumindest speichern. Nee. Überall Schlüssel. Oh, ich weiß auch nicht, was soll ich tun? Ich guck mal kurz. Also hier sind ja jetzt Schlüssel, die ich benutzen muss. Das ist ja Fakt. Und einen habe ich ja zumindest. Ach, hier bin ich am Anfang. Ach ja, genau, hier waren ja Türen, die man nicht aufgekriegt hat. Ah, das ist wirklich gut, dann kann ich halt echt speichern. Und dann wieder zurückgehen. So, und dann mal gucken, was uns jetzt hier gleich noch erwartet.
Ob ich jetzt auch hier durchkomme? Okay, die Option habe ich gar nicht. Scheiße, durch welche Tür bin ich jetzt gekommen? Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube durch die hier. Nein. Vielleicht. Mal gucken. Doch. Oh Gott, hier zurechtzufinden wird halt echt schwierig. Okay. Ja, und da sollten wir auch reinkommen. Nein? Ich komme hier nicht rein? Dieser Schlüssel nicht? Mach keinen Scheiß! Hä, ich wüsste gar nicht, wo ich sonst damit rein soll. Na, toll. Wo hier? Hä? War die Tür schon immer da? Wow. Auch nicht. Oh, was für ein Käse. Och, nö. Ja, ansonsten bin ich ja jetzt auch schon wieder ziemlich ratlos. Ne? Ich habe zwar jetzt hier auch dieses Blatt. Tigerglockenamulett. Ja, was weiß ich, was der Tigerglockenamulett ist. Ist die Frage, ob mir das jetzt hier überhaupt was nützt. Wahrscheinlich nicht. Hä? Aber wo fehlt mir denn der Schlüssel? Hauskarte. Leider ist das ja nicht... Schade, dass man das nicht größer sieht. Gästezimmer, Studienzimmer, Galerie, Teehaus. Ja, ich habe halt auch echt gar keine Ahnung, wo ich bin. Speicher? Ist das der Speicherraum? Ich glaube nicht. Also ich meine, ich habe hier diesen einen einzigen Schlüssel. Messingschlüssel 3. Kann auch nicht sein, dass der hier in keine doofe Tür passt. Das verstehe ich nicht. Laut des Bildes sollte der doch eigentlich wirklich hier reinpassen. Es ist so ein Schlüssel mit einer Rundung. Naja, gut, okay. Ah, weiß ich nicht. Schwierig. Es ist eine Rundung mit so einem Bobbel in der Mitte. Rundung mit Bobbel in der Mitte. Okay, also es ist eigentlich ein eckiges Schloss mit so ein paar Ornamenten drauf. Oh no, ich weiß nicht wohin. So ein Käse. Ich meine, so viele Räume gibt es ja hier eigentlich nicht. Ich muss doch hier irgendwie was finden können.
links nicht weiter. Hier ist nur diese komische Statue, die mich immer angreift. Mögest du in der Hölle schmoren. Kann ich hiermit irgendwas machen? Echt jetzt? Vollständige Tigerglockenamulett. Ja, aber inwiefern bringt es mir jetzt was? Ich meine, diese Amulette sind da hinten vor der Tür, aber bringt es mir vor der Tür wirklich was? Ach ja, hier könnte ich ja halt auch noch versuchen durchzugehen, ne? Stimmt. Weil ich wollte ja da durchgehen und dann war ich ja an dieser merkwürdigen Dings gefangen. Oh, und schon wieder so viele Türen. Gruselig. Schlüssel habe ich nicht mehr. Nö. Nein, nein. Okay. Ach du grüne Neune. Hier geht's auch nur nach oben. Ob ich das so mag. Ich weiß nicht. Aber nach oben gehe ich erstmal noch nicht. Erstmal gucken wir uns hier unten alles an und dann mal schauen. Ein zweiter Speicherpunkt wäre ja auch nett. Ich laufe doch nicht immer den ganzen Weg zurück. Ob das eigentlich was damit zu tun hat? Kann vielleicht sein. Vielleicht gibt es verschiedene von diesen. Ach nö. Geh jemand anderen nerven. Blöd fühlen. Tagebuch 5. Ohne das Muttermal in ihrem Gesicht wäre die Madame sicher eine seltene Schönheit. Vollkommen diskriminieren. Erweitert sich sein Tagebuch eigentlich von alleine? Ach nee, denn nur die Tagebücher von dem Typen. Okay, von Herrn Lius. Lius, wie auch immer. Ach, guck mal einer an. Naja. Auch praktisch. So öffnen sich wenigstens doch einige Türen. So, und das ist doch hier sicherlich jetzt schon einer der Räume, wo wir waren. Ja, das ist der Anfang. Gut. Oder auch nicht gut. Aber so haben wir wenigstens in der Hinsicht erstmal ein paar Wege eröffnet, was dann natürlich einfacher wird, zurückzukommen, wenn man sich merkt, wo man lang gegangen ist. Aber als würde ich mir das jemals merken. Okay, das sieht nochmal anders aus. Also vielleicht sind diese Blätter, die ich gesammelt habe, doch irgendwie dafür da. Das sieht halt ganz anders aus. Ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich auch. Nicht verwendbar. Das war so klar. Ich hab's so gewusst. Ich muss sagen, beim ersten Mal hat mir das Vieh echt noch ein bisschen Angst eingejagt. Mittlerweile ist einfach nur so, okay, lautes Geräusch, du gehst mir auf den Sack, verpiss dich. Aber beim ersten Mal war ich gut, weil man halt einfach noch nicht damit gerechnet hat. Also bleibt mir doch nichts anderes übrig, außer nach oben zu gehen. Habe ich hier reingeguckt? Ja. Oh. Der Hase. Wie creepy das ist. Das ist wirklich creepy.
Hä? Ach nein, ich habe wieder A und D gedrückt. Oh no! Jetzt muss ich ja seit dem Speicherpunkt alles nochmal machen. Ach nö! Verdammt! Das stresst mich. Warte mal, ich hatte doch aber hier schon den Weg geöffnet. Jetzt weiß ich halt natürlich nicht, ob ich hier schon andere Wege geöffnet hatte. Nee, es war ja nur noch der. Okay. Okay, dann geht's ja. Weil eigentlich hatte ich ja dann nichts weiter gemacht, außer hochzugehen. Weil hier kam ich ja nicht weiter. Und habe auch nichts gefunden, wenn ich mich recht entsinne. Okay, also nochmal von vorn. Naja, gut. Wow. Ey, ich und PC zocken. Wow. Stresst er mich auch, wenn ich das nicht aufnehme? Nö. Okay, da komme ich nicht durch. Hier komme ich auch nicht hoch, okay. Ich brauche den Hasen, um die Tochter aus dem Schrank zu befreien. Na denn. Mal gucken. Mittlerweile müsste ich ja ein bisschen geübter drin sein. Boah, ist das laut. Scheiße! Wow, er rennt ja auch so gut lange. Kommt er mir hinterher? Oh oh. Oh oh oh. Nein, ich komme doch hier gar nicht durch. Wow. Können wir das nicht wie, ich gehe einfach an dir vorbei, okay? Ja gut, dann gehe ich halt nicht an dir vorbei. Ist in Ordnung. Einmal versuche ich noch. Weil ich würde halt schon gern den Hasen zur Tochter dahin bringen. Weil ich wissen würde, die ist da eh nicht drin, davon mal ab. Aber es wäre ja halt cool, wenn doch. Und genau deswegen machen wir es nochmal. Aber wo soll ich denn hinrennen? Er zeigt mir auch schon an, renn nach da. Vielleicht soll ich schlauer sein und gleich hier durchrennen. Na gut. Ein Versuch noch. Und dann gebe ich auf. Nee, ich kann ja nicht anders. Hä? Aber in dem Raum komme ich doch gar nicht weiter. Hä? Ich habe gesagt, ein Versuch noch, aber es wohnt mich jetzt, weil ich komme doch in dem Raum nicht weiter. Ich habe doch überhaupt keinen Schlüssel. Oder bin ich doof jetzt? Weil wir sind hier. Er schmeißt mich da runter und dann habe ich nur die Chance, wo war denn das? Ich glaube, hier reinzulaufen. Warte, muss ich gleich sehen. Da, wo dann die Tür, dieses Schloss nur ist. Nee, es war die andere Richtung, genau. Und ohne Schlüssel komme ich doch nicht weiter. Und ich habe ja auch keinen Schlüssel. Und an ihm vorbeirennen kann ich auch nicht in die andere Richtung gehen. Aber auch nicht, weil er mich ja gleich hier reindringt. Verstehe ich nicht. Genau, dann hier rein. Geradeaus kann ich ja nicht, oder doch? Doch. Ich kann geradeaus durch, ich Trottel. Okay, gut zu wissen. Also jetzt, letzter Versuch.
Okay, und jetzt renne! Wow. Renn nicht zu lange, sonst könntest du dem noch wegrennen. Macht es überhaupt Sinn, zur Tochter zu gehen? Jetzt wäre eh egal. Hier irgendwo ist der Speicherpunkt. War das Serum? Ich glaube nicht. Nein, wo war der Raum? Oh, Kacke. Ich habe vergessen, wo dieser scheiß Speicherraum ist. Der ist doch... Ja, der ist noch hinter mir. Nein! Ich habe mich... Oh, verdammt. Okay. Mann, aber da in der Mitte war doch irgendwo der Speicherraum. Und bin da, was habe ich verpasst? Alles. Einfach alles. Eigentlich nicht so viel. Man irrt halt hier so ein bisschen durch den Raum. Irgendwie die Tochter, also in dem Fall Maria, sitzt in irgendeinem Schrank und man soll ihr den Hasen bringen. Den Hasen habe ich jetzt, aber keinen Schlüssel dafür. Und jetzt verfolgt mich halt so ein blödes Vieh und ich habe den Speicherraum nicht gefunden. Ja. Aber da du jetzt da bist, kannst du dir das noch einmal mit angucken. Und danach mache ich dann aber aus, weil ich es wahrscheinlich wieder verkacken werde. Ah! Falsche Tür. Aber nur für dich drehen und eine Ehrenrunde. Ich weiß nicht, warte mal, wenn wir hier eh schon stehen. Beim Grammophon muss ich rein. Da ist der Speicherpunkt. Rein theoretisch sollte das ja ein Safe Room sein. Aber ich habe halt nichts leuchten gesehen. Deswegen bin ich unsicher. Vielleicht sollten wir wirklich gleich auch zur Tochter. Weil an dem Raum bin ich ja auch vorbeigegangen. Also an dem Schrank. Naja, ich werde mal gucken. Probieren wir es mal nochmal. Und weg. Ich meine, da vorne müsste rein theoretisch doch der Schrank der Tochter sein. Aber ich habe Angst, wenn ich da jetzt hingehe und Unrecht habe, dann ist halt mal doof. Dann bin ich halt gleich wieder tot. So, genau. Und jetzt beim Grammophon muss ich irgendwo rein. Das wäre da. Der Raum ist tatsächlich dunkel. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, ist das hier? Nee, oder? Hä? Wo ist denn dieses Grammophon hin? Ah, da ist der Raum. Ich gehe hier rein. Lass mich in Ruhe. Weg mit dir. Du kannst hier nicht rein. Speichert, speichert, speichert. Die rechte Hand wurde verletzt. Ach, leck mich doch am Arsch. Kann ich doch nicht speichern? Kann ich das benutzen? Ja, jetzt ist die Hand wieder heile, jetzt kann ich speichern. Oh, Tatsache. Okay, einen minimalen Schritt weiter. Zumindest das, dann muss ich das jetzt nicht nochmal erleben. Verfolgt er mich jetzt immer noch? Hä, warum? Ach, ich hab den Hasen nicht. Aber vielleicht kann ich ja jetzt hoch, weil er nicht mehr da ist. Oh Gott, jetzt muss ich ihn... Hier, genau. Oh, der Raum war vorher nicht auf. Aber kann ich da jetzt nicht hoch? Ich brauche den Hasen. Nee, nachher kommt er gleich wieder. Habe ich gar keinen Bock drauf. Oh nein, ich höre ihn sowieso. Hi. Was guckst du denn so? Ah! Geh doch weg, du kannst mir gar nichts. Ich bin hier sicher? Ja. Hallo?
Also ich weiß ja nicht, ob sie es schon wussten, aber ich gehe jetzt einfach mal nach oben und versuche den Hasen zu holen, weil sie sind ja sowieso da unten. Komm her, du Kaninchen. Nein! Wow. Er meint das ernst. Er mag das gar nicht, oder? Ja, dann fress mich doch. Ist mir doch egal. Ich würde aber sagen, mit diesem wundervollen Tod würde ich dann den Stream erstmal beenden. Und beim nächsten Mal hier an der Stelle weitermachen. Weil wir haben ja auch einen schönen Speicherstand. Ich muss halt da diesen anderen Raum durchsuchen. Ich hoffe, ich merke mir das bis zum nächsten Mal. Ja, selbst wenn, gucke ich halt nochmal selbst ins Video rein. Wow. Wo war das nochmal? Ja, ich muss eigentlich nur hier durch. Und dann hier eigentlich rein. Aber da rennt ja der Typ rum. Ich muss mal nur kurz lunchen. Ich bin ja gar nicht neugierig. Ich muss nur lunchen. Warte mal, war ich hier nicht schon? Hä? Wow. Ja, das wird ja dann sowieso lustig, weil ich eh gar keine Ahnung habe, wohin. Der Raum hier ist jetzt aufgegangen, aber das hat sich ja jetzt nur im Kreis gedreht. Ach na, prima. Also rätseltechnisch ist das Spiel nicht schlecht. Man muss halt echt gucken. Naja, nun gut. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei jedem fürs Zuschauen, der mitgeguckt hat. Und auch bei jedem, der es vielleicht später auf YouTube guckt, weil genau da werde ich es wieder hochladen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Shirio, genau. Einen schönen guten Abend noch und ne, Ria, dir in deinem Fall noch guten Hunger. Und ja, macht es gut. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.